So, weiter geht's im Text. Paar Sachen mussten wir leider jetzt hier liegen lassen. Oh, da unten ist noch ein Fettwanst, damit wir das Großschwert mitnehmen können. Aber halb so wild. So, auch noch weg. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt hier mit so einem Spellsword. Ach, ich weiß nicht, ich kann es immer nur wieder wiederholen. Das macht einfach einen Heidenspaß. Ja. So, viel Rauch um nix. Fett explodiert ist er. Ja, zu schwer zu tragen. Jetzt ist alles irgendwie zu schwer zum Tragen. Ja, das Blöde ist jetzt wirklich, man muss jetzt eigentlich einmal zurück in Nexus. Ja, es geht eigentlich nicht anders. Ja, man kriegt ja nichts mehr gebacken. Ich hab ja schon alles eingesammelt. Das ist ein bisschen ätzend. Ja, kann man nicht ändern. Man könnte jetzt hier tatsächlich hergehen und könnte überlegen, halt ein bisschen leichter reinzukommen, irgendwie die Klamotten wegzulassen oder so. Aber es bringt nichts. Ja, wir müssen hier raus. So leid es mir tut. Ich habe aber wahrscheinlich kein Heimkehrdings. Ist ja auch klar, ich lasse sie auch immer wieder da rumfliegen. Ja, okay. Geht schon. Ja, laufen wir einfach einmal locker flockig zurück. Ja, aber mit dem Aufzug hoch und dann zum Keilstein und dann müssen wir uns erstmal der Sachen entledigen. Das hat sonst alles keinen Taug. Ja, weil hier unten gibt es noch einiges zu looten und man sollte es einfach mitnehmen. Ist halt so. Das ist. Nein! Wo ist dieser Aufzug hin? Ja, ich bin ja hochgefahren, Stepp, ja. Oh Mann, ja. So geht's auch, ja. Okay, die Leiche holen wir uns gleich. Das geht's. Tut mir echt leid hier, ja. Das ist. Oh, wie geil, ja. Herrlich, ja. Wo war der Portier mit dem Aufzug? Ist ja nicht zu fassen hier, ja. Ist da einfach wieder weggefahren, ja. Gnadenlos. Ach, Gegenstand deponieren. Okay, gut. Laden wir erstmal alles hier weg. Vor allem ist es so geil, reiner Graustein, ja. Unglaublich, ja. Dass man den einfach so findet. Naja, wie auch immer. Okay. Degenbrecher, Keule, Baubulaberbogen, ja Gott, nehmen wir einfach nochmal mit. So, ach Quatsch, ich brauche den nicht, ja. So, das hier, dann die Kapuze, das hier. Ach Gott, solange man diese Sachen hier nicht benutzt, kann man jetzt einfach mal alle reinlegen. Schurkenkleidung, das hier. Ah, ja, gut. Legen wir jetzt einfach alles rein, was ich nicht anhabe. Ja, und den Rest, den ich anhabe. Den behalten wir jetzt erstmal. Okay. Die Ringe, ja, die wiegen natürlich auch immer ein bisschen was. Aber ich sage halt immer, es ist immer ganz praktisch, die alle dabei zu haben. Man weiß nie, was für eine Situation entsteht. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, es wiegt auch alles nur. Mal weg. Für mehr Augensteine legen wir mal 7 rein. Da wird mir einer reichen. Das kann weg. So, die Heldenseelen können wir jetzt gleich mal konsumieren. You have a heart of gold. So schaut's aus. So, gucken wir mal. Also, unbekannte Heldenseele. Ups, und die. Noch vieles ist nett. Ach so, die anderen Seelen liegen ja da noch. Ja, ich kann jetzt sowieso nicht leveln. Ja, ach, witzlos. Alles witzlos. Ring der Läsion und Ring der magischen Schärfe. Okay, gut. Zurück in Welt 2.2. Gehe ich da kaputt an der Stelle? Hat man Worte? Hat man mal Worte? Ja. Wo liegt denn die Seele jetzt? Unten, ne? Ich muss jetzt sowieso mit dem Aufzug wieder runter. Ja, muss mir das mal genauer angucken da unten. Okay, gut. Einmal zweites Leben. Ich verstehe gar nicht, warum dieses Zweitleben nicht richtig funktioniert. Ich meine, wenn ich dort irgendwo runterstürze, ne,
Hätte ich jetzt einfach erwartet, ja, ich darf dann wieder leben. Ne? Ihr doch auch, oder? Ja! Oh, herrlich, erstmal die Wand poliert hier, ja. Ich habe mich nicht repariert, ne? Das kann mir noch zum Verhängnis werden, ja. Wahrscheinlich werde ich zum Schluss dann wieder kein Saft mehr haben, ja, um irgendwas zu meistern. So. Ich glaube, unser Minister hier drüben, der lebt aber wieder. Natürlich. Jesus Maria. So, bisschen Gras. So, dann einmal runter. So geil. Ach so, Achtung. Könnte sein, dass die eine Echse hier wieder am Leben ist. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite die kommt. Das müssen nur zwei sein. Gehen wir nochmal. Da ist sie doch. Das ist die eine. So, die andere, die haben wir hier hinten. Komm her, die kriege ich diesmal. Das glaubst du aber. So, die da hinten, die müsste ich eigentlich auch packen, oder? So mal locker flockig. Guckt euch das an. Da turnt die einfach darunter. Alles war klar. So, und das ist halt das Problem hier an der Stelle, ne? Die sind dann alle ruckzuck weg. Das ist, keine Ahnung, vielleicht, also wie gesagt, wenn ich ein bisschen länger spielen sollte, noch ein bisschen eine Runde NG Plus mache, um euch zu zeigen, wie schwer das alles ist. Vielleicht mal die Maneater oder sowas, ne? Das ist natürlich schon spannend, wie man sowas dann in NG Plus macht, ja, wenn die so richtig heftig drauf sind. Gucken wir mal, ne? Ich plane es jetzt erstmal nicht. Ich wollte einfach mal einmal alle Welten zeigen. Gut, ich wiederhole mich, ne? Ja, das Wiederholen ist nicht gut. Okay, hier hatten wir noch eine Echse, die wir niedergestreckt haben. So, jetzt müsste ja eigentlich irgendwo meine Leiche sein, ne? Irgendwo. Hier, da. Fantastisch, ja. Also merkt euch, ne, immer schön geradeaus und direkt in den Aufzug rein. In der Regel ist er da. In der Regel ist er... Vorsicht. Stimmt, man hat hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, deswegen lebt hier nicht mehr so viel. Aber ich glaube, das hier ist immer noch da. Na komm. Ja, das war perfektes Timing. Ja. Man sollte auch durchaus mal den Schaden absorbieren. Ja, also. Oh, der lebt ja auch wieder. Der Knick. So, den aber. So, jetzt machen wir einfach den Rest nach unten durch. Hier wird natürlich jetzt wieder alles ein bisschen leben. Das ist aber halb so wild. Patches habe ich jetzt gar nicht geprüft, der müsste eigentlich gut gehen, der müsste eigentlich zu Hause sein. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir gehen jetzt einfach mal die Gasse hier weiter runter, weil da unten geht es weiter. Oh, schrecklich, schrecklich diese Viecher. Ich habe so eine Gänsehaut, wenn ich die schon schwirren höre, ja. Gegen Fix die zu töten. So. Nee, das ist ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen hoch, deswegen gehen wir hier noch ein bisschen lang. Ah, Lizard! Lizard! So. Ich sehe schon gleich, ne? Ich bin gleich wieder voll überladen und habe keine Ahnung, was ich machen kann. Wo ist eigentlich da eine Händler? Ach, hier! Da sitzt er. Der ist jetzt ein bisschen umgezogen. Gute. Remember me. I've got plenty of wares. So bring me plenty of souls. So, was kann der uns verkaufen? Bei dem kriegen wir auf jeden Fall sowas hier. Hartsteinscherben und sowas, ne? Und Drachenscherben, das kann man sich bei dem kaufen. Hier ein bisschen Dolch, Spitzhacke, ne? Nichts Besonderes, braucht man alles nicht. Aber wenn man jetzt keine Scherben erfahren will, man kann immer, das ist immer möglich, wie ich euch gezeigt habe, Seelen farmen und kann sich dann immer bei den Händlern, sag ich mal, einbinden. Nur halt diese reinen Steine, das ist dann leider nicht so einfach möglich. Ne? Oh.
Hier kommen jetzt noch ein paar Jungs. Ja, da. Immer ein bisschen, die immer ein bisschen Ärger wollen. Ah, Jesse, was ist los? Ach, mein Hund ist echt alt geworden, ja. 14 Jahre alt, ist echt ein alter Knochen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die weiß ganz genau, wenn ich über sie rede. Aber ich denke mal, sie bleibt noch ein bisschen bei uns. Ja. Ich hoffe es zumindest. Der Schade. Ja, gute! Haha, wo kommt ihr denn alle her? Klingt nach einem tatsächlichen Lehrer, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das sind halt so Bienen haben es halt an sich, ne? So Wespen, ne? Jetzt ja, ne? Unangenehmes Zeug, ja. Aber sollen Nutztiere sein, enorm wichtig. Ne? Da kann man auch langsam ein bisschen dran zweifeln, ne? Weil wenn man sich das Bienensterben anguckt, ne? Also ich weiß ja nicht, weil die gehören ja auch zur Mahlzeit von so einer Wespe. Bienen sind enorm wichtig. Ja. Ohne Bienen keine Bestäubung. Ohne Bestäubung keine Lebensmittel auf der Welt. Das ist alles so schwer zu sagen. Deswegen, ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich so eine Wespe am Leben lasse, wenn ich eine sehe. Aber gut, ich versuche mich zu bessern. So, wo sind wir jetzt? Weil die sind ja auch manchmal, ne? Das Geilste finde ich immer, wenn Leute dann da hocken, ach, die macht doch nichts, ja. Und wie oft ist es schon passiert, die kommen an, bzzzt, hinsetzen, stechen, bzzzt und wieder weg, ja. Das ist schon 100 Mal gesehen, sowas, ja. Und ich denke, ja, die macht nichts, ne. Ja. So, also diese Kokons hier. So, jetzt wird es hier richtig kriminell, weil das ist ein Labyrinth. Uhu. Also ein bisschen Mana auffrischen. So, Weggabelung, die erste. So, hier gibt es schon mal was zum Looten. Hier kam auch sonst nichts mehr, ne? Okay, also einmal rechts haben wir erledigt. So. Ja, was bei dem Weg mal ein bisschen einzuprägen, ja, weil ich kann mir sowieso nicht einprägen. So, Moment. Mal hier lang. Boah, ist das eng, ja? Da ist das so ein Fettwanst. Der will doch definitiv eine Runde Explosion machen, ja. Die findet man jetzt hier öfters an jeder Ecke. Toll ist übrigens, die haben vorne so einen schicken Stachel. Ah, kein Mana. Ich weiß auch, warum kein Schaden macht. Ah, Explosion. Bisschen weg. So, dann gucken wir mal, was Schickes hier hinten gibt. Einmal das hier. Boah, das ist ein Labyrinth, ich sag's euch, ja. Also, wer hier klarkommt. War hier was? Da geht's runter. Uah! Kommst du her? Also es kommt gleich eine Stelle, wo wir durch so Lava laufen müssen. Das wird auf jeden Fall interessant, ob ich das überlebe. Wir holen jetzt mal diesen Feuerresistenzring. So, schauen wir mal hier rein. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ich hoffe natürlich auch immer noch dieses Kurzschwert zu finden, wo ich auch leider nicht mehr genau weiß, wo es ist. Jetzt? Ja, da unten geht's auf jeden Fall. Da geht's auf jeden Fall. Da jetzt da, ja. Da geht's auf jeden Fall. Ja, wo geht's denn da auf jeden Fall? So, den noch. Sieht noch ein bisschen klein aus hier, ne? Der ist, glaube ich, nicht so mächtig, oder? Na doch. Der explodiert auch ganz gerne. Ja, ist schon cool gemacht irgendwo, ne? Also, ist schon schick. So, Ephemera-Augenstein. Wo war dieses blöde Schwertchen? Halt. Irgendwo ging es dann nochmal hier runter, ne?
Da, ne? Okay. Also.